So, hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren M Plus Run. Diesmal laufen wir Atal Dazar 17 wieder mit Randoms. Schauen wir mal, was uns erwartet. Mal gucken, wie es ausgeht. Ich habe keine Ahnung. Mal gucken. Ich bin gespannt. Ich glaube, die Gruppe ist soweit ganz solide. Bloodlust. Add. Hoffe ich. Oh, wie man es hier bei dem ersten Boss kennt. Einmal LOSen. Oder der Shami stellt Anti 4. Hoffe, der Mage macht Unsichtbarkeit, wenn er hat. Oder er rennt halt weg. Auch gut. Müssen wir uns einmal ein bisschen konzentrieren. Der letzte Run war ja der Wakefast Run, den ich hochgeladen hatte. Also. Ah, ja, okay. Mein erster Run heute, der erste Run heute ist ja immer eine kleine Katastrophe. Mal gucken, ob der erste Run hier ein bisschen besser ausgeht. Aber ich bin guter Dinge. Ich bin wirklich guter Dinge. Mal gucken. Als erste Add das gespawnt, das hat direkt durchgecastet. Das ist schon mal ein Zeichen dafür, dass das Spiel super läuft. Der Damage der Leute, der ist auf jeden Fall da. Tresan ist ja nur noch wirklich einer. Den kann man schon... Ja? Okay, ich vertraue mir noch. Hätte ich vertrauen können, gab keinen Grund zur Panik. Gut. Atal Dazar ist wie ein Wakefest. Der Timer ist sehr, sehr großzügig. Deshalb mache ich mir hier eigentlich, eigentlich gar keinen Korb. Solange man es einigermaßen vernünftig spielt, hat man hier eigentlich zeittechnisch nicht allzu viel in der Fortified-Woche zu befürchten. Tyrannical sieht das alles wieder ganz anders aus. Tyrannical habe ich wenig Lust auf diese Instanz, aber Tyrannical spiele ich im Allgemeinen sehr, sehr ungern. Eigentlich kaum eine Instanz, die ich Tyrannical gerne spiele. Gab es auch noch nie. Also ich bin wirklich ein großer, großer Fan von Fortified und... Venom Fang Strike. Ja, lass mich in Ruhe. Sobald der Druide hier einigermaßen durch ist, was noch dauert, ich habe im Moment noch nicht das höchste Item-Level, werde ich dann mein Paladin weiterspielen, mein Paladin-Tank. Mage? Oder nicht? Und dann mal schauen, was nach dem Paladin-Tank kommt. So. Hier kommen wieder unsere liebevollen Ads, die wollen CC'd werden. Gott sei Dank, diesmal spielen die anderen mit. Shield. Oh, er hat was ganz anderes vor. Das ist halt wieder so die Sache mit Random-Gruppen, ne? Jeder Tank macht doch wieder andere Sachen. Kann man sich mal wieder überhaupt nicht drauf einstellen, was da passiert. Aber naja, gut. Das ist dann halt die Sache, die man hat, sobald man mit Randoms hier rumläuft. Zum Beispiel hat der Mage es auch nicht so damit, aus dieser grünen Suppe rauszugehen. Genauso wenig wie ich. Aber gut, da muss man halt einfach mal ein bisschen heilen, ne? Bleibt dann ja nicht aus. Haben wir jetzt ja eigentlich einen Clear Run oder skippen wir jetzt auch mal was? Naja, wir machen weiter den Clear Run. Bin mal gespannt, was er dafür dann am Ende skippen möchte. Oder ob wir überhaupt was skippen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass vieles von dem Schaden, der reinkommt, oh Gott. Da haben wir unseren Stalker-Freund gefunden. Astering Eruption, Venom Fang Strike. So. Spielen wir die jetzt auch wieder? Also wir spielen scheinbar wirklich alles. Ja. Wie meine Gruppe es wünscht, spielen wir dieses Pack einfach auch. Shield. Dann wollen wir einmal vieren. Ich glaube, nach der Indie schmeiße ich GTFO runter. Das geht mir tatsächlich in vielen Instanzen selbst ganz schön auf den Sack inzwischen. So. Was ist der nächste Pull? Springt er runter oder macht er die hier oben? Okay, er springt runter. Geht er die mit nach hinten? Venom Fang Strike. Unstable Hex. War gestern Abend mit meinem Grüppchen schon Ataldasa 17, das lief. An sich, an und für sich ganz gut. Haben wir getimed, ging ganz gut aus. Ein Vibe beim Endboss, der hätte uns fast ein bisschen das Leben schwer gemacht. Weil diese Spinnen auch in der Fortified-Woche, nimmt man eine Spinne mit, dann liegt man auch mal schnell im Dreck. Aber im Großen und Ganzen haben wir uns halt tatsächlich gar nicht mal so doof angestellt. Und da wir sowieso alle spielen, setze ich mich einfach mal hin. Ich glaube nicht, dass ich Shadow Melt brauche. Heißt, ich kann einfach mal kurz rennen. Oh. Paladin, mach mal nicht. Unstable Hex. Unstable Hex. Na los, machen wir den Guard noch schnell weg und dann geht es ja auch schon weiter zum Boss. Mal gucken, der Boss ist so ein bisschen der Angstboss in Random-Gruppen, dass das mit den Totems vernünftig klappt. Aber ich hoffe mal, dass die da ein bisschen Kommunikation hinkriegen werden. Wollen wir uns mal nicht aussperren. Toxic Leap. Bam. Hier ist immer ein bisschen das Ärgerliche bei dem Boss, dass man unmöglich zum Beispiel als Resto-Druide alle mit White Growth trifft, weil die so weit auseinander stehen. Jetzt einfach mal zum Mage, damit zumindest der Mage und ich das abbekommen. Toxic Leap. Was haben wir denn? 31-30, das sieht doch gut aus. 21-20-20. Das machen die ja wirklich sehr gut. Ich habe ein bisschen immer Auge offen, weil ich kann im schlimmsten Falle auch noch mal mit einem Execute helfen. Mit meiner Waffe. Aber sie sieht perfekt aus. Haben sie gut gemacht. Sehr, sehr gut. So, jetzt ist einfach nur wichtig, dass man... Also ich versuche jetzt hier möglichst wenig den Leuten ins Gesicht zu laufen, dass die...
ihre Lauffläche haben, dass ich die nicht störe. CC ein bisschen die Ads nebenbei. Hüpfe einmal kurz rüber. Oh, das ist der Mage. Ich kleister hier einfach in der Mitte alles voll, während der Mage dann da links seinen Platz hat. Die Minis machen dann ihr Ding. Nebenbei philosophiert die Gruppe noch ein bisschen rum, ob sie Blattlast ziehen sollen oder nicht. Das ist mir ziemlich egal, das müssen die wissen. Aber einer schnell mit dem CC. Zack, zack. Warte mal, Mage, komm, ich geb dir mal deinen Weg. Müsst jetzt auch gleich zu Ende sein, jawohl. So, das Einzige, was wir, glaube ich, viel zu viel haben, sind Prozente. Ich weiß nicht, warum wir so viele Prozente gemacht haben. Terrifying Screech. Der Mage ist aber auch gut mit seiner Barriere unterwegs. Macht er wirklich gut. Terrifying Screech. Aber jetzt, wir spielen jetzt nicht noch die Putt in der Mitte, oder? Irgendwann ist ja mal Schluss. Bam! Terrifying Screech. Terrifying Screech. Ah, wir haben gepullt. Das war ja klar, dass das passiert mit so einem Pull. Aber machst du nicht. AOE. Das können wir einfach mal kurz swipen. Aber den Pull habe ich auch wieder nicht verstanden, wenn ich ehrlich bin. Terrifying Screech. Den Pull habe ich mal wieder nicht verstanden. Aber ist nicht schlimm. Manchmal hetzen die Leute an den falschen Stellen. Klar verstehe ich das ja, wenn man mehr pullen möchte. Das ist durchaus verständlich. Aber doch nicht, wenn man an einer Putt vorbeipullt. Also an der Putt vorbeipullen ist somit meiner Meinung nach das Dümmste, was man machen kann. Ja, also die Putt, die geht halt irgendwann zurück und dann laufen die Viecher da auch durch und dann, ja, passiert sowas. Terrifying Screech. Nichtsdestotrotz ist der Mann völlig in Ordnung. Auch wenn oftmals ich einige Sachen hinterfrage. Aber trotzdem wäre das für mich niemals ein Grund, im Chat anfangen zu blamen oder zu schreiben. Die machen das alle schon. Wir sind ja auch nur andere Spieler. Keiner sabotiert hier absichtlich, keiner macht irgendwas mit Absicht. Deshalb ist das schon so in Ordnung. Die sind aber auch wirklich flott, aber das ist nur ein Hammer der Dingsens Bumsens. Deshalb mache ich da mal noch einen Schlaf drauf. Hammer der Gerechtigkeit, genau, so heißt das olle Kackding. Dieser Paladin. Ist er Erster und es hat nichts gebracht, dass er Erster ist. Bloodlust.
Spielen sie die Priester, die andere Priesterin auch noch? Transfusion. Transfusion. Den Enrage nehmen wir den mal runter. Transfusion. Fiery Enchant. Oh, du bist der Juggernaut, da ist er. Einmal wieder den Enrage runternehmen. Und dann war es das auch mit dem Pull. Zugunst der Stunde nutzen für ein bisschen Mana. Spirit of Gold. Gilded Claws. Weil die werden die Ads einfach töten. Eigentlich kann man mit gerade mit Res zu Druiden sehr gut die einfach töten. CC'en. Was mache ich, wo wir die da ganz hinten? Müssen die nicht so weit laufen. Bam! Als Heiler kann man das dann ja ruhig mal machen, dass man einfach die nimmt, die am weitesten weg ist. Soak molten gold. Such dir eine aus, Shami. Transfusion. Man hat da ja doch alle Zeit der Welt, so ein Ding einzusammeln. Es ist ja nicht sonderlich schwer. Da hinten will einer schlafen. Den schicken wir einfach mal direkt ins Bett. Und dann war es das auch schon mit dem Boss. Die Prozente haben wir auch. Also wir können direkt durch zum Endboss. Und ich habe keinen Bock mehr, die Haxen zu verbrennen. Deshalb laufe ich da nicht durch. Aber nur weil ich das nicht mache, heißt das ja nicht, dass das andere nicht auch nicht. Oh, weil ich hier keinen Bock habe, dass gepult wird. Gehe ich einfach in Katze und Stealth. Aber gut. Endboss ohne Blattlast ist ein bisschen bläh, aber ist okay. Schlimmer, also viel wichtiger ist, dass wir uns hier nicht wegspinnen. Aber auch das wird nicht passieren. Kick. Skewer. Wir haben ja ein paar Bubbles. Stack. Adds. Echoes of Shidra. Jetzt kommen die ersten Spinnen. Kick. Ich halte mich jetzt gleich an den Mage, dass wir möglichst immer stacken. Aber es ist blöd, dass der Mage in der Laufrichtung von dem Palatink steht. Dadurch setzen wir die Ads nicht gut. Kick. Skewer. Ja, also eigentlich müsste der Palatink entweder in die andere Richtung ziehen oder der Mage und ich müssen auf die andere Seite gehen. So ist das halt echt nicht cool. Aber passt, denke ich, trotzdem. Kick. Haben ja auch vor allem noch ein paar Battle Reses. Kick. Echoes of Shidra. Skewer. Solrend. Adds. Kick. So, gehen wir einmal wieder auf die andere Seite, aus der Laufrichtung vom Tank raus. Skewer. Echoes of Shidra. Kick. Oh, Vorsicht, Mensch, lebt gefährlich. Skewer.
Stack. Die Midis sind gut. Gerade der Schamane, der stellt sich schon immer vorher so auf, wo wir ihn halt brauchen werden. Das zeigt ja wirklich davon, dass die auch gut mitspielen. Echoes of Shidra. Skewer. Kick. Das war wirklich eine stabile Gruppe. Muss ich sagen, war gut, hat Spaß gemacht, war ein schöner Run. Da gibt es dann sogar ein bisschen Loot. Süß. Einmal direkt auch. Thanks for the run. Ja. An dieser Stelle bedanke ich mich bei euch wieder mal vielmals fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat der kleine Atal Dasa 17 Run gefallen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüssi.